So, und hey, herzlich willkommen in der Welt von Minecraft PvP. Und heute spielen wir auf der schönen Map Summertime eine Runde Skywars. Und ja, Leute, heute habe ich ein kleines Thema am Start. Es geht, wie könnt ihr mit mir aufnehmen, Leute? Es ist jetzt nicht so, dass ich sofort mit jemandem aufnehme, wenn der jetzt einfach auf einem Test joint. Nein, es ist nicht. Ich werde mich erstmal umschauen, ob der wirklich gute Videos macht, ob der wirklich mit ihm sich lohnt, ein Video zu machen, ob er eigentlich ein guter Typ, ein cooler Typ ist. Und deswegen könnt ihr mal gerne auf tuberbude.de joinen. Und was wirklich wichtig ist, ist, dass ihr im Namen, Anatorex habt. Ich werde jetzt mal anzeigen, was ganz genau im Namen stehen muss, damit ich euch, weiß nicht, ob ich reinmoven kann. Dann muss ich mich nochmal umschauen, ob ich das kann. Wenn ich das kann, dann, ja, dann müsst ihr einfach nur das eingeben und dann werde ich euch moven. Also ihr müsst einfach nur euren Namen und dann in Klammern Anatorex eingeben und dann werdet ihr gemoved von mir, wenn ich online bin. Das ist immer dann, wenn ich online bin. Ich bin meistens online, weil am Abend bin ich am meisten online, weil ich bis dorthin immer irgendetwas zu vorproduzieren habe. Ja, Leute, wie auch immer, tuberbude.de, da könnt ihr rauf joinen und dann könnt ihr gerne mit mir aufnehmen. Das ist kein Problem, oder eher gesagt zocken, weil aufnehmen eher immer erst nach wie viel, nach vielleicht einer Stunde oder sowas, wenn ihr mir gefällt, wie ihr seid. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder, bis gleich. So, jetzt sind wir in der nächsten Runde. Und ja, Leute, mehr will ich auf dieses Thema nicht eingehen, außer dass ich sage, das ist wirklich sehr okay ist, wenn ihr einfach auf den Server kommt und mit mir reden könnt und spielen könnt. So, ich hoffe mal, wir kriegen die ganzen Leute hier aus der Mitte. Das wäre richtig schön, weil ich immer Leute töten. Also nicht wirklich in echt, sondern einfach nur in Minecraft. Das ist ein Spiel, Leute. Wenn ihr das jetzt falsch versteht, dann seid ihr auf meinem Kanal nicht richtig. Auf jeden Fall, weil es ist ja nur Spaß. Es ist jetzt nicht ernst gemeint. Also Leute, das ist leider so. Ich brenne. Das nervt. Ich kann trotzdem. Nice, dann habe ich einmal und ja. Wenn ihr das wollt, sehr gerne. Und in der Videobeschreibung ist auch die IP verlinkt. Heute mal nicht auf dem anderen gorecraft.de Server, weil ich gerade nicht so wirklich Bock hatte, das zu machen. Und ja, Leute, auf jeden Fall danke, dass ihr meine Videos schaut. Also wirklich, das ist auch die letzte Runde, weil es sollte nur ein Informationsvideo sein. So, es soll jetzt nicht was Langes werden. Es soll ein Informationsvideo sein und dass ich hier mit euch aufnehmen kann oder ihr mit mir spielen könnt. Und das ist dann halt schon ein Vorteil für euch. Und ja, es ist eure Entscheidung, ihr könnt einfach drauf joinen, aber ihr müsst ganz genau die ganzen Bedingungen erfüllen. Auf jeden Fall nehme ich mit keinem auf, der ein schlechtes Mikrofon hat. Alter, war das gerade knapp. Wer das dazu sagt, dass es nicht knapp war, der hat aber das nicht gerade gesehen. Auf jeden Fall, ihr könnt gerne mit mir aufnehmen. Das soll ich auch nicht mehr, weil das ist nervig, wenn man immer wieder auf das eingeht. Was ich auch noch fragen will, was wollt ihr in der Zukunft haben? Außer, ja, eigentlich wird in der Zukunft sowieso nur Varo stattfinden, weil ich ja in diesem Projekt dabei bin und nach Doors eigentlich ein Modpack kommen wird. Ich weiß es nicht, was für ein Modpack. Ich schaue mir das nochmal durch. Vielleicht mache ich auch Doors weiter, weil ich bin noch lange nicht fertig mit dem ganzen Modpack. Also da könnt ihr auch entscheiden. Aber das wird in dem nächsten Doors-Video, werde ich das erwähnen. Und ihr könnt auch im nächsten Doors-Video erstmal das bestimmen, weil, wie heißt nochmal, es ist so, dass ich so den kriege ich nicht, Alter, wieso nicht? Ja, ganz genau, durch die Lücke gefallen. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis später, Leute. Ciao.